Hi, ich bin's, der Dirk. Alexa, stopp! Hi, das Video, was ich gestern angekündigt habe, zu Ultraschallgeräten, China-Kracher, in meinen Augen aber kein Kracher, sondern einfach ein gutes, brauchbares Gerät für wenig Geld. Deutscher Hersteller, in diesem Fall hier eMAG. Dieses Gerät habe ich nochmal mit doppelter Länge oder Breite, wie man will, wo eine Vierzylinder-Batterie praktisch reinpasst. Aber auch nur dann, wenn man den Einhängekorb nicht verwendet. Und dann macht das Ganze auch schon wieder keinen Sinn. Ansonsten sind hier von den Maßen, ja, ich sage mal, ja, wenn man die Vergaser voneinander getrennt hat, ist es okay mit dem Einhängekorb. Ansonsten wird das bei vielen Vergaserbatterien auch schon zu eng. So, aber das ist jetzt eine andere Sache. Jetzt will ich nur damit sagen, ich habe zwei Geräte deutscher Hersteller. Die hatte ich als erstes. Das eine hat damals vor 15, 20 Jahren 1200 gekostet. Dieses lag, glaube ich, bei 400, 500. Gut, dann war das aber für die meisten Dinge, die ich machen wollte, zu klein. Mir war es einfach zu lütsch. So. Dann habe ich auch lange überlegt, kaufst du so ein China-Ding mal. Habe ich dann gemacht, weil ich dachte, ich glaube 220 Piepen, 15 Liter, kann man nicht viel falsch machen, das auszuprobieren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, reicht vollkommen. Also braucht man keine Bedenken haben. Es gibt ein paar Einschränkungen, die man vielleicht beachten muss, um eine gute Funktionalität daraus zu kriegen. Aber alles in allem kann man die kaufen und es macht Sinn, sage ich mal, gerade für Privatleute, die jetzt nicht täglich sowas im Einsatz haben müssen. Und selbst für mich, ich benutze das praktisch fast täglich und es ist super. Ich nehme das mittlerweile eigentlich fast lieber als die anderen. Also das eine habe ich eh verliehen an einen Kumpel, weil es bei mir gar nicht mehr im Gebrauch war, hat er das doppelt so lange von mir zwar geliehen bekommen. Das Kleine, ja, ist mir für das meiste zu klein. Dazu kommt, obwohl es ein deutscher Hersteller ist, hat das zurzeit eine Macke, dass es sich nach kurzer Zeit ausstellt, wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist. Da muss ich mal gucken, irgendwann versuche ich das mal aufzumachen und zu gucken. Für Garantie ist das natürlich viel zu alt, ich habe das schon etliche Jahre. So, jetzt mal zu den Unterschieden. Also ein bisschen besser verarbeitet, qualitativ ist das vom deutschen Hersteller schon. Das Blech ist ein bisschen dicker, das Ganze fühlt sich etwas massiver an. Das hier ist alles noch ein bisschen dünner. Der Ablauffahn hier an der Seite, seht ihr das noch mit dem Bild? Na, das ist alles ein bisschen wackeliger, aber funktionell, wie gesagt, funktioniert alles. Das Hauptproblem ist, sage ich mal, A, die Heizleistung. Also man kann das rein theoretisch bis auf 80 Grad hochregeln. Von alleine heizt es ehrlich gesagt mehr so auf 50, mit ganz viel Zeit vielleicht auf 60. Im Sommer sieht es natürlich schon wieder ein bisschen anders aus als bei so kalten Temperaturen. Die Heizleistung hier ist viel besser, ne? Also wenn man hier 80 einstellt, kommt es auch irgendwann auf 80. Das ist Punkt A. Dafür habe ich mir aber hier einen 3 Kilowatt Tauchsieder besorgt. Weil selbst wenn es die Leistung bringen würde, im Endeffekt irgendwann, hiermit geht es halt ratzfatz. Und wenn die Temperatur dann oben ist, ich mache die meisten Teile, ja, 60 Grad halte ich eigentlich für zu wenig. 70, 80 Grad nehme ich durchaus. Die Reinigungsleistung ist dann nochmal viel besser, finde ich. Insofern, wenn man also hier mit vorgeheizt hat, mit dem guten Stück, dann ist es durchaus in der Lage, die Temperatur zu halten. So, das ist das eine. Bei den Geräten, also normalerweise sollte man halt die Teile, die man reinigen will, nicht da so reinschmeißen, dass die auf dem Boden rumliegt, weil alles, was die innere Wanne berührt, nimmt natürlich Schwingungen weg, verlagert es in einen anderen Frequenzbereich. Komm rein, fremde Katze da draußen. Komm ruhig. Naja, dafür ist hier so ein Körbchen da, der separiert, sage ich mal, die Teile dann in dem Korb von der Außenwandung, sodass die frei schwingen kann und die Ultraschallfrequenzen praktisch sich gut ausbreiten können. So, der Unterschied ist bei dem China-Kracher, war original, waren da unten vier runtergebogene Füße mit so einem kleinen Kunststoffstöpsel drauf. Der stand halt unten auf dem Boden, auf dem Wannenboden auf. Das ist natürlich Mist, weil
Ja, das ist kontraproduktiv für die Ausnutzung der maximalen Schwinggeneratorleistung. Aber sich für das Körbchen hier irgendwelche Halterungen, ich habe mir einfach so ein paar Drähte gebogen. Ich werde doch nochmal was Schöneres drucken bei Gelegenheit. Aber will sagen, das sollte kein Problem sein, dass jeder in der Lage ist, sich irgendwas zu bauen, was den Korb praktisch von oben her aufhängt. Ne? Dann hat man das Problem schon mal nicht mehr mit dem Aufstehen auf dem Boden und der veränderten Leistung allein dadurch, dass es Berührung hat mit dem Außengehäuse, ne? Mit der inneren Wandung. So, das macht schon mal einen deutlichen Unterschied. Wenn man dann praktisch, wie gesagt, mit diesem Heizstab vorheizt und kriegt auch die Temperatur hin, die man braucht, und haut die Teile rein, also sage ich mal die Vergasergehäuse, dann mache ich es so, dass ich praktisch jede Seite des Vergasergehäuses nach unten irgendwann mal liegen habe und dann lasse ich durchaus 20 Minuten pro Seite bis eine halbe Stunde, dann die nächste, praktisch, dass jede Seite mal unten war. Das mache ich aber auch bei denen so. Die sind auch nicht so, dass du die in irgendeiner Position reinwirfst und von allen Seiten wird es gleich gut. Das, was nach oben liegt, wird immer am schlechtesten sauber natürlich, oder was heißt natürlich, ist aber so. Und insofern muss man auch bei denen die Teile immer mal drehen. So. Und der Unterschied ist eben, wie gesagt, die Heizleistung ist besser und vielleicht sind die Schallgeneratoren etwas kräftiger. Heißt, wenn man hier vielleicht 10 Minuten zum Reinigen braucht, braucht man da vielleicht 20. Aber an der endgültigen Sauberkeit, wie gesagt, ich nehme jetzt schon seit Ewigkeiten. Mal kurz gucken, das China-Gerät fast ausschließlich nur noch. Und wie gesagt, die Sauberkeit war nicht eindeutig besser mit dem deutschen Gerät. Ja, mag vielleicht enttäuschend sein für die deutschen Hersteller von Ultraschallgeräten, aber ich sehe das so, jeder kann da seine eigene Meinung zu haben. Wenn man danach bedenkt, dass das Ding halt, sage ich mal, um die 200 lag, 220 damals, also das habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre, und das hier ein 1000er bis 1200, also das in der größeren Form, die ist jetzt nicht, wie gesagt, ne? Aber das doppelt so lange lag damals bei 1200 Piepen, glaube ich, als ich es gekauft habe. Was die jetzt kosten, weiß ich nicht, aber ich denke immer 12 bis 1400, das ist einfach, ja, keine Ahnung, nicht notwendig, so viel Geld auszugeben. Zumal, wenn es nicht zum täglichen Geschäft gehört und selbst bei mir, wo es zum täglichen Geschäft gehört, ja, wie gesagt, ich nehme das mittlerweile fast lieber. Und es hat eben noch den Vorteil, dass man auch mal hier Radbremszylinder oder was auch immer, etwas größere Teile ohne Probleme reinkriegt. Das wäre es eigentlich zu den Ultraschallgeräten. Also so wie die manchmal verrissen werden, ja, halte ich für nicht richtig, ganz einfach. Wie gesagt, es gibt ein paar Einschränkungen, die man aber relativ einfach lösen kann und man muss sich keinerlei Gedanken machen, dass das nicht zu guten Ergebnissen führen könnte. Das wäre es eigentlich für jetzt und für heute. Ich will da nicht viel länger drumherum labern. Eigentlich ist alles gesagt. Solltet ihr noch Fragen haben, einfach in die Kommentare schreiben oder mir per WhatsApp was dazu schreiben. Gar kein Problem. Ja, für heute war es das. Bye, bye. Der Dirk. Tschüssi.